Moritz 11 Jahre behauptet, ich kenne mich mit den Klassikern der Weltliteratur besser aus als die österreichische Schauspielerin Adele Neuhauser. Moritz und Adele bekommen immer abwechselnd ein berühmtes Zitat aus einem Literaturklassiker vorgelesen. Nur anhand dessen müssen sie das richtige Werk und den Autor nennen. Jeder bekommt drei Aufgaben. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer mehr Punkte erspielt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Das erste Zitat für Moritz. Knallen muss es tüchtig und lustig will ich's haben. Sonst mache ich nicht mit. Der beste Carlsson der Welt von Astrid Lindgren. Ja, das ist korrekt, Moritz. Und damit der erste Punkt für dich. Es sind manchmal nur kurze Zitate, manchmal sind sie einen Tick länger. Es variiert ein bisschen. Erste Aufgabe für Adele. Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt. Das stimmt, Adele. Der erste Punkt für dich. Moritz, bereit für Aufgabe Nummer zwei? Ja. Christian? Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Faust von Goethe. Johann Wolfgang Goethe. Das stimmt. 2:1 für Moritz. Die Chance zum Ausgleich für Adele. Ich habe hier bloß ein Amt und keine Meinung. Wallensteins Tod, Friedrich Schiller. Auch das ist richtig. Die dritte Aufgabe. Das ist ganz toll hier, das Zitat. An allem Unfug, der geschieht, sind nicht nur die schuld, die ihn begehen, sondern auch diejenigen, die ihn nicht verhindern. Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Das ist die richtige Antwort. Und damit 3:2 für Moritz. Wenn Adele Neuhauser die nächste Aufgabe richtig beantwortet, geht's ins Stechen. Dritte Aufgabe für Adele. Man kann ein Volk auf die Beine stellen, aber gehen muss es dann selbst. Ja. Das ist ein gutes Zitat. Das ist. Das ist. Ist das jetzt der Musil? Ein Mann ohne Eigenschaften? Moment, Moment, Moment. Ich sage Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Und ich sage, das ist richtig. Oh. Jawohl. Ja. 3:3. Und damit geht es ins Stechen. Christian liest ein Zitat für euch beide vor. In dem Moment, wo ihr glaubt zu wissen oder es zu kennen, hebt ihr ganz schnell den Arm. Wer schneller den Arm oben hat, darf als erstes antworten. Christian stoppt natürlich sofort mit dem Lesen. Ist die Antwort richtig, gewinnt man das Duell. Ist die Antwort falsch, hat der andere noch die Chance zu antworten. Seid ihr bereit? Dann lauscht gut und reagiert schnell. Christian, bitte. Man sieht nur mit dem Herzen. Da wart ihr beide schnell. Da müssen wir einmal ganz kurz. Das müssen wir einmal uns ganz kurz anschauen. Ich glaube, er war vorher. Naja, wir überprüfen das einmal schnell. Ja, aber wirklich nur ganz kurz vorher. Du darfst beantworten. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Das ist korrekt, Moritz. Und damit gewinnst du das Zitate-Duell. Bravo. Sehr gut gemacht. Christian, komm zu uns. Toll gemacht, Moritz. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.